Was ist gerade passiert? Vielleicht war das ein Geist. Nein, nicht schon wieder. Das war kein Geist. Na, dann erklär du es uns doch einfach. Schön. Pariser Opernball, Treffpunkt im Jahr 1905, um 9 Uhr abends. Teilnahme ist verpflichtend. Wie ist das hergekommen? Ja, zum Glück kein Geist. Nur eine Party mit Anwesenheitspflicht. Das sind meine Lieblingspartys. Meine auch. Was ziehen wir an? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Shh, shh, shh. Ich muss nachdenken. Wir brauchen irgendwas 1905-mäßiges kombiniert mit etwas Modernem. Aber unsere ganzen modernen Sachen sind zu Hause in der Zukunft. Ach ja. Brenity! Könnt ihr die Klappe halten, bitte? Danke! Also, der Punkt auf dem Armband plus die Aufforderung zum Ball kann bloß eins bedeuten. Wir gehen auf eine Party! Nein, Bree. Es bedeutet, dass die Behörde zu jeder Zeit weiß, wo ich bin. Also keine Party. Doch, Bree. Wir gehen auf eine Party. Bereitet euch auf einen Kampf vor. Ein Unheil ist im Anmarsch. Und was zieht man dafür an? Ich weiß es nicht. Miese, Peter. Das eben. Also, ernsthaft? Wir sind Zeitreisende, Kenny. Ganz ernsthaft. Nein, das weiß ich. Ich meine, wieso sind wir gegangen? Ich weiß. Das war ein Prinz. Ein echter Prinz. Ich weiß. Es war eine schwere Entscheidung. Oh, möglicherweise leiht Ines mir ihr Zaubergerät. Ich reise damit zurück und wir hätten ein richtiges Date. Vielleicht ist das meine einzige Chance, Prinzessin zu werden. Liebst du ihn? Naja, wir haben nur einmal getanzt, aber ich mochte seine Schuhe und sein Haar auch nach Pflaumen. Oh, ich liebe Pflaumen. Ja, so geht's mir auch. Oh, es fällt mir an. Ich verstehe das nicht. Wieso passiert nichts mehr? Das nennt man Spannung, Bree. Ja, richtig. Weiß ich doch. Da, da, da. Langweilig, lass uns gehen. Okay. Got any questions for us? Leave them in the comment section below and turn on that notification bell. You'll never miss a video.